Die neue polnische Regierung räumt nach ihrem Wahlsieg ordentlich auf. Ministerpräsident Tusk kündigte an, alle staatlichen Medien mit dem Ziel einer Umstrukturierung abzuwickeln. Das bedeutet, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die Nachrichtenagentur PAP offiziell aufgelöst werden sollen, um einen, Zitat, Neuanfang zu ermöglichen. Vor einer Woche wurden bereits die gesamten Führungen der polnischen Staatsmedien abgesetzt. Sie galten jahrelang als Sprachrohre der rechtsnationalistischen Vorgängerregierung PiS. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.